liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Gimmalko mit der 67. Folge von Elex. Wir bringen jetzt gerade hier diesen, ich sag mal ganz höflich, deinen jungen, zart beseiteten Mann zurück ins Fort. Und was wir alles hier unterwegs finden, töten, nehmen alles mit. Und ich hoffe, dass ich danach ein bisschen die meine Rüstung verbessern kann. Ich gucke jetzt gerade wo auf die Karte. Stimmt. Wir müssen einfach der Straße weiter folgen. Ja, hier ist ja die Kuppelstadt. Da waren wir ja zuletzt drin. Ne? Ich muss meine, sag schon, meine Resistenz auf Gift, auf Strahlung eindeutig verbessern. Welches Level bin ich überhaupt? Das wollte ich hier überhaupt schon letzte Folge nachgucken. Level 17. Ich warte lieber. Wegen dem kleinen Viech? Eins auf die Schnauze. Nochmal, nochmal, nochmal. Hier sollten wir besser wachsam sein. Kommst du? Ey, was ist mit der Weichflöte? So, da bin ich. Ich warte lieber. Boah. Bleib Weichflöte hochziehen. Sorry, wenn ich das sage. Ich Asperger. Na komm. Da habe ich die gepiekt. Nochmal gepiekt. Ich dachte, hier müssen früher viele Zivilisten gelebt haben. So, das war die jetzt. Ich glaube, wir müssen mal die Weichflöte holen. Sonst wird die da noch draußen getötet. So, da bin ich. Los. Ich warte lieber.
So, da bin ich. Ich warte lieber. So, da bin ich. Da warte ich lieber. So, da bin ich. Da warte ich lieber. Standardsatz, oder wat? Ah, das ist so eine Maschine, so ein Verstehe. Oh! Misty! Was für ein elendes Mistvieh. Ernsthaft jetzt? Boah, hab ich mich verjagt. Metallschrott. Nicht in den Spinden. Oh, schön. Ja. Nix. Alte Barrikade. Ich habe mich trotzdem heftig verjagt. Immer noch. So. Eine gierige Brause. Eine Brause hier zu Hause. Oh. Also ich habe glaube bald genug Elixier zusammen. Für die Rüstung. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Aber ich lebe dann noch. Hallo. Aufstehen? Nö. Er möchte nicht aufstehen. Boom. Er ist im Schlaf gestorben. Fertig. Der Stress. Ruinen ohne Befestigung. Wenig ehrenhafte Epoche. Ich weiß. Nö, ich will die Kippen aufsammeln. Hallo? Eine Badewanne. Hammer. Brennstoff. Also wir müssen bald genug zusammen haben für die Rüstung. Jo. Auf dem Panzer steht eine Brause und da fühlt sie sich wohl zu Hause. So. Wollen wir mal den Angstflöterich abholen?
Der bleibt lieber da stehen, als mit uns zu gehen, wo es eindeutig sicher ist. Nee. Da ist er ja. Bereit machen. Tag. So, da bin ich. Na komm. Ich warte lieber. Er hat was gegen die Richtung. Dann mache ich es mir jetzt mal einfach. Südklippe. Teleportieren wir uns mal dahin. Doras. Lauf! Wo steckt der Typ? Kid will mich echt... Alle ab. Dieser Drohne ist kaputt. Ich sollte es trotzdem mitnehmen. Okay. Ich fühle mich langsam von diesen komischen Typen verarscht. Na, wenigstens habe ich 200 Erfahrungspunkte jetzt bekommen. Ich muss mit Kit ein ernstes Wörtchen reden. Oh, da ist hier noch was dran. Drei Verbandskämpfer, ob nur zwei da waren. Wahrscheinlich ein Bug. Dann gehen wir zum Weichei. Weichei, wir kommen hin schon. So, da bin ich. Ab da lang jetzt. Ich warne dich. Ich warte lieber. Ich schlag den gleich zu Brei. Da bin ich. Er will den langen Weg. Okay, dann kriegt er halt den langen Weg. Boah, aber regt er mich auf. Querfeld einlaufen, wegen der Weichflöte, ey.
Halt. Bleib hier stehen. Natürlich. Mitkommen. Geht klar. So, die Waren habe ich eingesammelt. Schneller Kit. Ich warte lieber. So, da bin ich. Kit, wir versuchen jetzt was anderes. Wenn du da nicht zieh. Halt. Oh, der ist leer. Hier lang. Ich warte lieber. Komm her. Ich weiß, dass du zu uns willst. Habe ich dich gepiekt? Dann pick sie dich. Ring des Outlaws. Mhm. Viele, viele neue Pflanzen. Ah, da sagst du nicht, ich warte lieber. Da kommst du mit. Wie bescheuert, ey. Alles klar. Für dich brauche ich nur zwei Schläge. Und für dich. Oh ja, ein bisschen mehr.
Ach, das ist weh. Guten Tag. Wen haben wir denn da? Ein Neuer im geheiligten Land? Wenn du dich im Vorfrei bewegen willst, musst du zahlen wie jeder andere auch. 200 Splitter als Eintrittspreis oder du bleibst draußen. Alles klar? Kriegen wir für die Summe wenigstens was geboten? Nein, aber ich kann dir auch auf die Schnauze hauen, wenn dir danach ist. Aha, der traut sich vielleicht was. Komm, bezahl den Mann. Ich will nicht den Fort von einem... Ja. Hier sind die Splitter. Alles klar, dann geh mal durch. Gib mir einen groben Überblick über das Fort. Was willst du von mir? Du sollst mir sagen, was ich über das Fort wissen muss. Ach so, sag das doch gleich. Also, wo fange ich an? Ja genau, bei Baxter. Baxter war der Erste, der das Fort in seine Form gepresst hat, wie du es heute hier vorfindest. Vorher war das einfach nur eine große Ruine, wo jeder in die Ecken gepisst hat. Aber er hat mit ein paar Arschtritten das Ding in eine riesige Wehranlage umfunktioniert. Erzähl weiter. Ach ja, einer der alten Gefolgsleute von Baxter hat ihm die Macht entrissen. Und dieser jemand ist der Duke. Und der sitzt jetzt seinen fetten Arsch auf dem Thron breit. Aber uns geht's nicht schlecht unter seiner Führung. Wenn man ihm und seinen Leuten nicht in die Quere kommt, kann man gut leben. Das reicht. Danke. Ja, ja, du mich auch. Endlich. Ich kann es nicht fassen, dass ich heile aus der Sache herausgekommen bin. Hier, das ist alles, womit ich dir danken kann. Ich werde das Fort nie wieder verlassen. Darauf kannst du Gift nehmen. Ich werde sofort zu Hank gehen und ihm Bericht erstatten. Die Leute müssen erfahren, dass unsere Nachschubroute zwischen dem Vor- und Abessa nicht mehr sicher ist. Sehr schön. Da sind wir hier beim Vor. Okay. Wie viel habe ich denn noch? Bin nicht mal viel. Ich wollte mir das da hinten, also wo er nicht mitkommen wollte, nochmal angucken. Und das mache ich jetzt auch. Auch Reißnerhänder. Hallo, Fremder. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, bevor du weiterziehst, bin ich genau dein Mann. In dem Moment, das ist mein Mann, sage ich wie ich immer. Ich warte hier. Nein, ich sag dir mal, zocko, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gematico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zocko, ciao, bis zum nächsten Mal.